So, heute habe ich wieder mal etwas Neues für euch. Ich habe in den Tiefen von meinen Kisten diesen Glaskopf von Mataleon gefunden. Der Kopf ist eigentlich wunderschön, aber ich habe ihn selber noch nie geraucht. Und deswegen werden wir ihn heute zusammen mal testen und ich werde ein Fazit geben, wie das Ganze läuft. Ich werde dem Kopf heute Somo Swiss Alps bauen und ich werde ihn einfach wie bei den gewöhnlichen Tonfunnels bauen, also den Tabaklocker reinlegen und danach mit Alufolie. Wie ihr seht, habe ich den Tabak nicht ganz bis zum Rand gebaut. Das liegt einfach daran, dass der Kopf ein extrem großes Depot hat und ich nicht allzu viel Tabak verbrauchen möchte, da ich jetzt noch nicht weiß, ob das Ganze läuft. Deswegen habe ich hier, wie man sieht, leicht unter den Rand gebaut. So, das hat jetzt etwas länger gedauert, bis der Kopf zum Laufen kam. Also durch den Abstand und durch den Glaskopf hat es extrem viel Hitze gebraucht, bis der Kopf mal richtig ins Laufen kam. Ich habe jetzt die Kohlen voll reingelegt und bestimmt 10-15 Minuten angeraucht und erst jetzt läuft der Kopf wirklich gut, also jetzt hat der Tabak genügend Hitze. Aber ich würde fast sagen, der Kopf schluckt mir fast etwas zu viel Tabak. Und es entwickelt etwas zu wenig Hitze für mich. Ich mag es, wenn es etwas viel Hitze hat. Also optisch ist der Kopf extrem schön, aber ja, wie gesagt, für mich schluckt er etwas viel. Ich möchte den jetzt nicht bis oben füllen, dann würde es sicher schneller gehen, aber dann hat man einen extrem hohen Tabakverbrauch. Und deswegen kann ich den Kopf nur bedingt weiterempfehlen. Wenn er optisch einem gefällt, kann man safe zuschlagen, aber ja, man muss einfach wissen, dass er extrem viel Tabak schluckt.